Und was Russland mit der Ukraine macht, ist wirklich, da war ich auch anfangs vorsichtig, aber inzwischen hat sie das einfach gezeigt, eine Spezialoperation. Ich war vor 2 Wochen in Moskau. Dort war man so wirklich angefasst, weil die Deutschen sich gegen gar nichts wehren, was die Regierung macht. Wir haben hier ein Schurkenstück aus Kiew, das ist völlig normal für Kiew. Kiew wird von Schurken regiert, noch dazu von Nazi-Schurken. Arme ukrainische Volk in einer Weise durch den Kakao gezogen wird, blutigst von Washington und Komplizen. Niemand aus unseren westlichen Terrorgruppenmitgliedern, ich nenne die NATO eine Terrorgruppe, hat es für nötig befunden, in irgendeiner Form mal Israel darauf hinzuweisen, dass sie sich soeben weit außerhalb der zivilisierten Menschheit entfernt haben. Herzlich willkommen bei Koblenz im Dialog. Heute mit Christoph Hörstel. Wir wollen, dass man aufklärt, weiterkommt im Wissen, um dann vielleicht den einen oder anderen erreichen zu können. Wir müssen wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch etwas stärker darüber nachdenken, wie wir Behörden, Verwaltungen anhalten, dass das alles sofort aufhört. Denn ich bemerke, wenn wir jetzt schon die Meldung hören, Iran und Pakistan, was ist da, frage ich nachher auch mal, geht da wieder etwas anderes los oder ist das nur eine Finte? Frankfurter Rundschau hat einen Artikel veröffentlicht und sehr, sehr viele Fehler mit übermittelt aus dem amerikanischen Blatt. Und wir merken auch, dass der Internationale Gerichtshof eine Entscheidung getroffen hat. Mit der Entscheidung ist wahrscheinlich auch nicht jeder bei uns hier einverstanden. Und wir werden sehen, inwieweit das ja, Früchte trägt, dass zumindest innerhalb eines Monats Israel liefern muss. Dazu wurden sie zumindest verpflichtet. Offiziell wurde gestern in Deutschland, das möchte ich nochmal sagen, der sogenannte Holocaust-Gedenktag begangen und zu Recht an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Dass das NS-Vernichtungslager durch die Rote Armee der Sowjetunion befreit wurde, wird von der offiziellen Erinnerungskultur allerdings meist verschwiegen. Dieser Tag hat sogar doppelte Bedeutung. Aber auch darüber verloren nur wenige Medien ein Wort. Der 27. Januar markiert auch die Befreiung Leningrads, dem heutigen St. Petersburg, vor genau 80 Jahren, also ein Jubiläum. 872 Tage hatte die Blockade durch die deutsche Wehrmacht gedauert und mehr als 1 Million Menschenleben gefordert. Schließlich befreiten Truppen der sowjetischen Armee die Stadt vollständig von der deutsch-finnischen Belagerung. Die Verteidigung der Stadt an der Neva wurde zu einem Symbol für beispiellosen Mut und Tapferkeit der Bevölkerung in der Sowjetunion. Leningrad war in den tödlichen Kessel geraten, die Stadt wartete auf ihre Befreiung und erlebte sie schließlich. Eine Frau berichtet auf Russia Today, was nicht alle bekommen oder nur eingeschränkt, von der wichtigsten Motivation der Bürger der Stadt während der Blockade und schildert die schrecklichen Erfahrungen ihrer Familie. Ich werde diesen Text bei Druzhba FM und Koblenz im Dialog einsprechen und dann aussenden. Kommen wir zu den aktuellen Konflikten und Kriegen. Ob die zahlreichen regionalen Probleme gelöst werden können, hängt davon ab, inwieweit der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen deeskaliert werden kann. Die Behörden Israels scheinen nicht dazu gewillt zu sein. Denn so, wie es aussieht, wird die Regierung Netanyahu die Schaffung eines vollwertigen Staates Palästina kaum zulassen. Und noch dies. Die russische Ermittlungsbehörde hat die Dokumente ukrainischer Kriegsgefangener an der Absturzstelle der Iljuschin 76 sichergestellt. Zudem veröffentlichte es ein Video einer Überwachungskamera vom russischen Militärflughafen. Das dokumentiert, wie die Passagiere, ukrainische Soldaten, an Bord des Flugzeugs gehen. Auf manchen Leichenteilen, die sich vergeblich an der Absturzstelle befinden lassen, auch das zeigen Videos, die im Netz veröffentlicht wurden, sind typische Tätowierungen zu sehen, die als Erkennungszeichen der ukrainischen neonazistischen Militärverbände dienen.
Ich habe einige davon mir auch etwas konkreter angeschaut. Die Ukraine und der Westen hatten bezweifelt, dass die abgeschossene Maschine ukrainische Kriegsgefangene transportierte. Präsident Zelensky hatte sofort, auch das wurde medienwirksam vermeldet, eine internationale Untersuchung gefordert. Mittlerweile wies die russische Seite nach, dass ukrainische Luftabwehrkräfte, die im Bezirk Lipsev in der Region Kharkiv operieren, die Verantwortung dafür tragen. Es gibt verschiedene Motive. Zum einen sei ein höherrangiger russischer Vertreter an Bord gewesen. Die wahrscheinlichste ist eine erneute Provokation seitens der Ukraine. Aber man, das müssen wir noch hören. Die Ehefrauen der toten Soldaten sollen sich nun sogar an internationale Hilfsverbände wenden. Die Soldaten, die nicht mehr überführt werden konnten, weil von ihnen nichts mehr übrig blieb, gelten nun als vermisst. Dafür gäbe es keine Entschädigung. Die russische Seite übermittelte die Liste der Passagiere. Ich habe Alina Lipp gestern geschrieben, ob bekannt ist, dass der Gefangenenaustausch dennoch stattgefunden hat. Das ist ja mal prinzipiell die Frage. Also russische Soldaten aus der Gefangenschaft nach Hause gekehrt wären. Und sie schrieb dann 5 Minuten später, Russland und die Ukraine tauschten trotz Flugzeugabsturz Kriegsgefangene aus. Aber so wurde von ukrainischer Seite die Überführung von 77 Leichen toter Soldaten in die Ukraine bestätigt. Die russische Seite erhielt die Leichen von 55 ihrer Soldaten. Normalerweise sollten Russland und die Ukraine einen Gefangenenaustausch nach dem Schema 192 zu 192 durchführen. Dazu kam es aber nicht. Es stellt sich also schon die Frage, provoziert jetzt die ukrainische Seite erneut massiv, wurden die Soldaten, die als Leichen natürlich ausgegeben wurden, gerade eben erschossen oder kommen die tatsächlich aus dem Feld? Das wissen wir nicht. Ich frage mich, ob klar war, dass ausschließlich tote russische Soldaten übergeben werden würden, aber wir werden diese Nachrichten verfolgen. So, das jetzt erstmal zu diesem einen Teil für die Kurznachrichten. Und ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich unseren heutigen Referenten. Ich möchte nur eines vorweg zitieren. Wir haben auf Berlin 247, das ist ein neues Nachrichtenmagazin, was einige Journalisten ins Leben gerufen haben. Das ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, aber wir werden es Anfang Februar tun, weil noch im Hintergrund ein paar technische Finessen zu regeln sind. Ich möchte nur aus dem Artikel mal zitieren, was so Nachrichtensprecher, der Shimon Riklin am 18. Dezember 23 auf dem Netanyahu-nahen Kanal 14 meinte, ich schlafe nur gut, wenn ich Gaza-Gebäude einstürzen sehe. Mehr Gebäude, mehr Wohnblöcke, zu denen sie nie zurückkommen werden. Ich muss diese Problematik verstehen. Wir müssen sicherlich auch die israelische Seite verstehen. Und ich glaube, wir haben keinen besseren gefunden als den Christoph Hörstel. Ich möchte dazu sagen, klar, mich hat vorhin jemand angesprochen, in der, ich sag mal, Mainstream-Öffentlichkeit gilt der Christoph als umstritten. Aber wer von uns Querdenkern, wer von uns Maßnahmengegnern, wer von uns der Nichtregierungsnah die Linie vertritt, gilt hier als nicht umstritten. Also ich würde das nicht so hoch hängen, aber es gibt bestimmte Meinungen, über die muss man sprechen. Und wir müssen auch über vermeintlichen Kodex, der da verhängt wird, müssen wir einfach versprechen, ist das tatsächlich so, dass wir das annehmen? Dazu sind diese Austausche da. Und ich kann viel Erfolg bei diesem Vortrag wünschen, aber guten Genuss sicherlich nicht. Den haben wir nachher zur vollen Stunde in der Pause. Aber ich wünsche gute Ohren. Dankeschön. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich hier sein darf auf Einladung von Sabine Jahn. Und ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können in einer ganz, ganz üblen, unangenehmen Zeit, in der wir Äußerungen hören in Kiew, vor allen Dingen aber leider in Israel,
die mich eigentlich so im politischen Stil an Nazi-Gebrüll erinnern. Das ist unangenehm. Und was ich auch sehr unangenehm finde, das möchte ich vorne wegschicken, ist, dass es tatsächlich einige Zeitgenossen gibt, die so verworfen und so feige sind, dass sie ihre Wut, die ja berechtigt ist, über das, was hier heute passiert, auslassen an Juden in Deutschland. Das ist eklig. Das muss sofort aufhören. Es kann überhaupt nicht in Frage kommen, dass Juden in Deutschland Angst haben müssen. Wer meine Veröffentlichungen verfolgt, weiß, dass ich bei jeder zweiten mindestens auf diese Umstände hinweise. Und ich sage einmal, ein unabhängiges, vernünftiges, fach- und sachgerechtes Urteil über den Palästina-Konflikt können wir doch nur diskutieren, wenn wir zu Hause vor der eigenen Haustür gekehrt haben. Und sonst halten wir besser die Klappe. Das ist in allem Ernst, das erschüttert mich sehr. Wenn der Spiegel, den ich nicht mag und für verlogen halte, dennoch einigermaßen glaubwürdig schreibt, dass das jüdische Leben in Deutschland sozusagen kaum noch sichtbar ist, weil die Menschen lieber zu Hause bleiben, als in die Synagoge zu gehen und noch auf dem Weg angepöbelt zu werden und sowas, dann sind das Zustände, da kann ich nur brüllen. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder und bei uns. Okay, ich habe drei Themen heute. Natürlich schauen wir zuerst nach Palästina. Ich fasse mal die wichtigste Frage sozusagen in einem Wort zusammen. Israel macht einfach weiter wie vorher. Die täglichen Totenzahlen liegen wieder so knapp unter 200 und die täglichen Verletztenzahl so knapp unter 400. Hat sich gar nichts geändert. Dieser Staat ist ein Verbrecher- und Schurkenstaat geworden. Und inzwischen, auch nach den Äußerungen, die wir haben aus Israel, glaube ich nicht, dass dieser Staat in der Lage ist, an einer konstruktiven Lösung des Problems noch teilzunehmen. Das ist eine ernste Sache. Und wir werden das sehen. Ich habe das noch nicht rausgegeben, aus Zeitmangel nicht, aber ich werde die Freunde bei Hamas warnen, dass nach dem Ende des Geiselaustauschs alle von denen, wo immer sie sind, vermutlich nicht in Katar, aber da möchte ich nicht garantieren, mit Mord bedroht sind. Israel hat erklärt, sie wollten alle Hamas-Führer umbringen, überhaupt Hamas sozusagen von der Erde tilgen, und die werden das durchziehen. Die werden das auch deshalb durchziehen, weil sie den Krieg verloren haben. Das sind ernste Dinge. Ich möchte noch mal zitieren, das ist alles schon veröffentlicht, das werden einige von Ihnen kennen, andere aber eben tun das nicht, was die New York Times gestern geschrieben hat zu den wilden außenpolitischen Aktivitäten, zu denen Washington jetzt greift, weil der IGH-Spruch in seiner Klarheit, auch in der rechnerischen Klarheit, das trage ich nachher noch im Einzelnen vor, so krass ist, dass ganz offensichtlich hier so eine Art Plan B jetzt greifen muss. Und dieser Plan B gehört restlos zertrümmert. Das ist der Versuch des größten Weltterroristen USA im Nahen Osten auf den Leichen von zigtausenden Menschen, nur im Nahen Osten, woanders sind es Millionen, da sind wir uns klar. Und das stellt übrigens auch Stalins und Nazimorde locker in den Schatten, was die USA da gemacht haben. Aber es gibt ja keinen Richter dafür. So, dass wir hier diese Pläne dringend verhindern müssen, weil sonst nur noch mehr Ungemach kommt. Die gehen auch in eine ganz klare Richtung. Das kommt jetzt gleich. Also, ich zitiere einfach die New York Times von gestern. Der engste Teil der großen Diskussionen konzentriert sich auf die Erzielung eines Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas. Dies würde den Austausch von mehr als 100 von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln gegen einen Waffenstillstand und die Inhaftierung tausender Palästinenser in israelischen Gefängnissen beinhalten. Die meinen natürlich Freilassung.
Nicht inhaftieren. Bei Israel weiß man nie. Zweitens. Ein zweiter Weg konzentriert sich auf die Umgestaltung der palästinensischen Autonomiebehörde, der halbautonomen Körperschaft, interessant, New York Times, die Teile des von Israel besetzten Westjordanlandes verwaltet. Amerikanische und arabische Beamte diskutieren darüber, die Führung der Behörde zu überarbeiten und sie nach Kriegsende die Kontrolle über Gaza übernehmen zu lassen. Hamas schon mal. Und die Macht von Israel und der Hamas zu übernehmen. Ich stelle mal so eine Zwischenfrage nur zum Nachdenken für nachher. Hat das irgendwo nach Demokratie geklungen? Hat da schon irgendein Palästinenser abgestimmt bei diesem tollen Plan? Weiter geht's. Nummer 3, New York Times. In einem dritten Schritt drängen amerikanische und saudische Beamte Israel, den Bedingungen für die Gründung eines palästinensischen Staates zuzustimmen, als Gegenleistung dafür, dass Saudi-Arabien zum ersten Mal überhaupt formelle Beziehungen zu Israel anknüpft. Ich will das mal ganz locker, weil wir es hier gerade gehört haben, zusammenfassen. Israel denkt darüber nach, ob es einen vor 76 Jahren getroffenen UN-Beschluss endlich umsetzen möchte. Wir müssen Israel fragen, die haben das Land ja wieder rechtlich besetzt. Und dafür, wie soll man sagen, soll Saudi-Arabien dann was hergeben? Also, ich sag mal so, libanesische Teppichhändler sind im Vergleich dazu sehr anständige Menschen. Ja. Also, jetzt kommt das IGH-Urteil. Ich habe den Text da übersetzt. Mit 15 gegen 2 Stimmen wurde Folgendes beschlossen. Der Staat Israel wird im Einklang mit seinen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordverbrechens in Bezug auf die Palästinenser in Gaza, das wird dann später immer die Gruppe genannt, alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen ergreifen, um die Begehung aller Handlungen im Sinne von Artikel 2 dieses Artikels zu verhindern, insbesondere das Völkermord. A. Tötung von Mitgliedern der Gruppe. B. Den Mitgliedern der Gruppe schwere körperliche oder geistige Schäden zuzufügen. Der Gruppe absichtlich Lebensbedingungen aufzuerlegen, die darauf abzielen, ihr physisches Ableben herbeizuführen. Also ganz oder teilweise. D. Die Einführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten innerhalb der Gruppe. Schräg, oder? Stimmt aber gar nicht, ist gar nicht schräg. Denn wir wissen ja, dass beim Nasser-Hospital in Khan Yunis Scharfschützen sich postiert hatten. Schwangere Frauen, die mit dem Auto vorfuhren, um dort zu gebären, wurden beschossen. Und jeder, der helfen wollte, wurde sofort auch beschossen. Und wir haben eben den Fall, das kann man kaum schildern, einer Frau, die schwanger war, überrollt wurde, so lange, bis der Fötus aus dem Unterleib gedrückt war. Und ich sage das nur diese eine Grausamkeit, weil die letzten 114 Tage sind voll mit diesem Dreck. Niemand aus unseren westlichen Terrorgruppenmitgliedern, ich nenne die NATO eine Terrorgruppe, hat es für nötig befunden, in irgendeiner Form mal Israel darauf hinzuweisen, dass sie sich soeben weit außerhalb der zivilisierten Menschheit entfernt haben. Punkt 2. Statt auch 15 zu 2. Der Staat Israel stellt sicher, dass Militär keinen Völkermord begeht. 3. 16 zu 1. Dazu sage ich noch was. Israel wird alle Maßnahmen ergreifen, um alle öffentlichen Aufrufe zum Völkermord zu bestrafen. Das richtet sich insbesondere an ein oder zwei Minister, die es für nötig hielten. Ich erinnere noch den Amichai Eliyahu, den Minister für Kulturerbe im Netanyahu-Kabinett. Der fand, es sei völlig in Ordnung und wichtig, einfach die Atombombe einzusetzen über Gaza.
Punkt 4, 16:1. Israel wird sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um die widrigen Lebensbedingungen im Gazastreifen zu bekämpfen. 15:2. Israel ergreift wirksame Maßnahmen, um Beweise für Handlungen zu sichern, die Auswirkungen auf die Völkermordkonvention haben. Ich denke dabei sofort an Datenvernichtung, ja, aber ich bin wahrscheinlich antisemitisch oder sowas. Punkt 6, 15:2. Israel legt dem Gericht innerhalb eines Monats einen Bericht über alle Maßnahmen vor, die ergriffen wurden, um den Anordnungen dieses Gerichts Folge zu leisten. Oh, wir haben jetzt ja schon Erfahrung mit Israels Berichterstattung über die eigenen Handlungen. Ja. Und da ist eben völlig klar, alles belegt, dass Israel ja behauptet hat, es habe alles getan, um das Überleben der Zivilbevölkerung zu sichern. Inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, wenn Israel was sagt, drehen wir das um Frau Baerbock wirkliche 180 Grad um. Und dann wird es wahrscheinlich ein Faktum. Denn Israel hat in Wahrheit und Tatsache alles getan, um bei jedem Block, Häuserblock, den sie mit Bomben eindrücken, sicherzustellen, dass die volle Familie anwesend ist. Und deswegen sprechen die Palästinenser nur noch von Massakern und zählen inzwischen ungefähr 2000. Also das sind die Methoden, von denen wir reden. Auch habe ja Israel geholfen, bis an den Rand der Kapazität, den Gazastreifen humanitär zu versorgen. Das heißt, Nahrungsmittel, Trinken. Das Völkerrecht sagt eindeutig, dass Israel nicht nur zu sorgen hat für Nahrungsmittel und Trinken, und zwar ausreichend, sondern auch für Energie, Fuel. Diesel. Machen sie nicht. Oder viel zu wenig. Vollkommen krasse Geschichten. Und wir haben, ich habe das vor einigen Tagen übersetzt aus einer UNO-Quelle, OCHA, das ist, heißt die Abteilung, die hier die Veröffentlichungen macht, 17% dessen, was benötigt wird, kommt derzeit über die Grenze. Wir kommen jetzt zu einem Schurkenstück, dessen Opfer die UNRWA ist, also die UNO, United Nations Relief and Works Agency. Das ist die Agentur, die also nicht nur für die Ernährung und Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen seitens der UN Verantwortung trägt und das organisiert, sondern dass sie eben auch Aktionen wie Bauten und sonst irgendwas haben, um da vernünftige Verhältnisse im Gazastreifen herstellen zu helfen oder halten zu helfen. Kaum war klar, dass das Urteil Israel sozusagen hundertprozentig ins Gesicht bläst. Ich hatte mich ja, Gott sei Dank, kann ich nur sagen, scharf geirrt und war dem Norman Finkelstein gefolgt, der sagte, er rechnet mit 6 bis 7 Ländern, die gegen Israel wagen aufzustehen im IGH, und er rechnete mit einer für Israel positiven Entscheidung des IGH. Das war komplett daneben und da freue ich mich unglaublich. Ich habe mich selten so gern geirrt wie an diesem Punkt. Nach vermutlich erlogenen Vorwürfen gegen 12 Mitarbeiter des UNRWA wurden die gefeuert ohne rechtliches Gehör. Ja, einfach nur, damit man klar ist, sowas nennt man Rassismus. Wenn man das hier in Deutschland machen würde, wenn das woanders passieren würde, wenn man so mit Juden umginge, da wäre die Hölle los. So, dazu kommt der Philipp Lazzarini, der jetzt gestern gesagt hat, wir haben wie immer alle unsere Mitarbeiter aufgelistet und allen beteiligten Ländern diese Listen zur Verfügung gestellt. Die hätten also in den letzten Jahren immer wieder mal Klage oder Beschwerde erheben können und sagen, hey, das ist schon ein ganz radikaler Palästinenser, den du da hast, oder der ist sogar bei Hamas oder sowas. Da ist nie etwas gekommen. Warum nicht? Weil die UNRWA in vorauseilendem Gehorsam gegen Israel immer alles unternommen hat, damit genau das nicht passiert. So, jetzt kommt also so ein Vorwurf. Natürlich kommt der aus Israel und von den Komplizen.
Ja, und dann stellen 9 Länder bisher, vielleicht sind es in diesen Stunden schon mehr, aber zuallererst USA, dann Australien, Kanada, dann Deutschland und 5 weitere, die Finanzierung ein. So, das muss man sich klar machen, was das bedeutet. Wir haben hier ein IGH-Urteil, das ist ein UN-Gericht. Das sagt, jawohl, da sind Völkermordhandlungen und ohne jetzt fertig untersucht zu haben, ob wir den Völkermordvorwurf erheben, verpflichten wir Israel, Maßnahmen zu ergreifen, weil hier Völkermord gestoppt werden muss. Das ist die Lage. Jetzt wird also die UNO-Organisation praktisch finanziell ausgetrocknet. Und da hat dann auch schon eine UNO-Berichterstatterin, Francesca, Nachnamen vergessen, ist auf meinem Telegram-Kanal, gesagt, dass das vermutlich auch bereits eine Pflichtwidrigkeit ist der Länder, die da jetzt boykottieren und nicht mehr zahlen wollen. Und ich denke, da hat sie vollkommen recht natürlich. Insbesondere nach dem Urteil geht das gar nicht. Das ist für mich im Moment Palästina. Ich muss sagen, ich hatte immer ein Stückchen Distanz zum Iran und zu anderen palästinensischen und arabischen Kräften, die gesagt haben, wir erkennen das Existenzrecht Israels nicht an. Ich erkenne das bis heute an. Das werde ich auch nicht ändern. Aber was ich tue, ist, dass ich öffentlich laut auch heute drüber nachdenke, dass wir nach der furchtbaren, ja nicht nur Begehung von Verbrechen, sondern nach der Selbstverständlichkeit, mit der die Verbrechen auch nach dem IGH-Urteil weiterlaufen und nach den wirklich unbeschreiblichen Äußerungen, die wir haben, alle Palästinenser sollten umgebracht werden, es wäre besser, wenn die Palästinenser von der Weltoberfläche verschwinden würden. Und also es hört gar nicht wieder auf, dass wir hier darüber nachdenken müssen, jetzt nach so und so vielen Jahren Unrecht und auch in der Entstehungsgeschichte Israels, das wissen ja die wenigsten, dass am 29. November 1947 ja, die UN unter dem Eindruck der furchtbaren Nazi-Verbrechen verständlicherweise einen Beschluss gefasst hat, der absolut nicht in Ordnung war. Man kann auch als Völkergemeinschaft gefasst in den Vereinten Nationen UN nicht einfach mit Mehrheit einen Beschluss fassen gegen alle Menschen, die in der Großregion leben. Alle 13 arabischen Nationen hatten gegen den Teilungsbeschluss der UNO gestimmt. Die Palästinenser waren sowieso dagegen, die wurden gar nicht gefragt. Diese beiden Dinge gehen gar nicht. Auch wenn Großbritannien die ungeheuerliche Großmütigkeit hat, Ironie aus, ja, ein Kolonialgebiet als Mandatsgebiet der UNO zu überlassen, weil das Schurkenpack in London weiß, dass die UNO schon richtig abstimmen wird. Das sind alles Dinge, die sind so absolut durchsichtig. Und dann fällt der Beschluss vormittags und nachmittags geht in Palästina das Geschieße und Vertreiben los. Nicht erst mit dem 15. Mai 48, dem Tag nach der offiziellen israelischen Staatsgründung, ab da zählen die Araber die Nakba, die Schande, sondern eben schon vorher. Und ich sage, weil ich das einfach aus politischer Erfahrung weiß, nachhalten kann man das heute natürlich nur noch sehr schwer, müsste man in diese ganzen Akten der abstimmenden Nationen gehen, alle wussten Bescheid, dass das Morden und Vertreiben mit dem 29. November 1947 gegen die Palästinenser losgeht. Das sind die Tatsachen, die wir haben. Und wer einen solchen Beschluss mitträgt, handelt verbrecherisch und gegen die Prinzipien der Vereinten Nationen, gegen die Prinzipien ehrlicher Politik und gegen die Menschlichkeit. Auf dieser Grundlage wurde dieser Teilungsbeschluss gefällt. Und das kann nicht sein, dass wir so tun, als sei das unumkehrbar.
Ich möchte deshalb, weil ich ja nicht bloß Blogger bin oder Quatscher oder sonst irgendwas, sondern weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, mit allen Menschen, die uns unterstützen, dass wir die Welt so verändern wollen, dass anständige Menschen nachts ruhig schlafen können. Und das hat ganz erhebliche Konsequenzen. Ich werde später darauf zu sprechen kommen. Aber wir müssen doch drüber nachdenken, dass wir diesen Teilungsbeschluss zurückdrehen, weil er ein Verbrechen war, als er gefasst wurde, und weil er sich nunmehr als absolut wahnsinnig herausstellt. Vollkommen wahnsinnig. Und ich werde meine Sprache nicht zurücknehmen. Ich werde meine Einsichten nicht zurücknehmen und ich werde auch mein politisches Wissen nicht zurücknehmen, auch wenn draußen jemand steht und sagt, Hörstel, wir legen dich um nach dieser Veranstaltung, sagt nur, macht es. Ich habe die Nase so gestrichen voll, wie ich gar nicht sagen kann. Deswegen bin ich zurzeit so höflich und wohlformuliert. Das heißt, ich bin stinksauer. Punkt 2, die Ukraine. Wir reden über alles nachher. Russland rückt an allen Fronten langsam vor. Ist auch kein Wunder. Es ist nicht Feigheit oder Schwäche der ukrainischen Truppen. Die kämpfen wie die Löwen. Aber die haben gar keine Chance. Die haben auch keine Chance wegen Korruption. Ich komme da drauf. Wir haben kurz gehört vom Abschuss der Iljuschin 76. Da waren ja nicht nur 65 gefangene Ukrainer an Bord, sondern auch drei russische Soldaten und 6 Crewmitglieder, auch tot. Nur, dass man mal darüber redet, dass auch da noch weitere Menschen waren, außer den Ukrainern. Wir haben hier ein Schurkenstück aus Kiew, das ist völlig normal für Kiew. Kiew wird von Schurken regiert, noch dazu von Nazi-Schurken. Und was von da kommt, nehme ich gar nicht ernst. Ich weigere mich auch in Bezug auf die ukrainische Politik von Ukraine zu sprechen. Ich sage nur Kiew. Weil das arme ukrainische Volk in einer Weise durch den Kakao gezogen wird, blutigst von Washington und Komplizen. Das kann ein Hund jammern. Und das gehört zu den Dingen, die mich nicht schlafen lassen. Ganz ehrliche Menschen, die im besten Willen und mit besten Wünschen für Frieden nämlich diesem groben Lügner Selenskyj zugehört haben, bei dessen Wahl 2019, der versprochen hatte, auf der Grundlage von wie viel waren es? 23 Folgen dieser wunderschönen Lehre Diener des Volkes, dieser Fernsehserie, die von einem israelischen Mossad-Agenten gemacht worden ist, Kolomoyskyj, dem der Fernsehkonzern gehörte, wo der da mitgehampelt hat, dass das Volk Vertrauen gewonnen hatte. Wie süß ist das denn? Das mit einer wirklich lustig und nett gemachten Fernsehserie, man diese Menschenseelen alle einfängt und die wählen dann diesen Selenskyj. Das finde ich eine so bezaubernde, märchenhafte Geschichte, wenn nicht ein so nackter, fieser, brutaler, blutiger Betrug dahinter stecken würde. Das ist wirklich furchtbar. Ja, das war das. Ja, und jetzt lügen die also über dieses Thema. Mit der Iljuschin, das ist eben normal. Dann kommen wir auf die Taurus-Debatte. Ja? Da wird auch weit daneben gegriffen. Taurus fliegt 500 Kilometer weit. Die anderen bereits in Anwendung befindlichen Waffen von Briten und Franzosen fliegen die Hälfte weit, 250 Kilometer. Taurus trägt viel mehr Sprengmittel an Bord, größere Sprengladungen, und ist tiefenbunkerfähig. Das heißt, da können auch spezielle Befestigungen damit angegriffen werden und geknackt, zerstört heißt das. Das ist eine Waffe, die richtet sich gar nicht gegen die Front oder sonst irgendwas. Das ist dazu gedacht, militärische Terrorangriffe gegen unsere russischen Schwestern und Brüder zu fliegen in Russland, tief hinten in Russland. Darum geht's. Militärischer Terror. Kiew ist zu mehr militärisch kaum in der Lage. Das wissen alle Beteiligten, auch die Ausrüster. Und wir haben eine wunderbare Deep State geführte Diskussion hier. Dann haben wir den Scholz, der ziert sich wie so eine, wie soll man sagen, filmreife Jungfrau, diese Waffen auszuliefern. Denn eins ist klar, wir hatten ja das
die Aussage des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, Deutschland rechtlich im Kriegszustand mit Russland ist. Nicht etwa, weil wir Waffen liefern. Interessante Ansicht dieses Wissenschaftlichen Dienstes. Auf Deutsch gesagt, die ist Murks, diese Ansicht. Sondern weil auf unserem Boden ukrainische Soldaten trainiert werden, übrigens hauptsächlich durch die USA. Und in Wiesbaden-Erbenheim. Deswegen haben wir unseren Bannerflieger Amigo Home in die nächstmögliche Entfernung zu Erbenheim fliegen lassen. Das war der Stadtrand von Mainz. Also, und der Flieger war noch gar nicht gelandet mit dem verfluchten Banner. Da hatte schon die Bundeswehr und die Polizei an seinem Flughafen angerufen. So, also dann wollen wir jetzt also Taurus liefern an die Briten. Über die Franzosen schweigt man noch, weil die Bundesregierung hat ja ein Verbot, sich mit Frankreich gut zu verstehen. Das sind alles schon Vernichtungsszenarien, die hier anlaufen. Ja. Die deutsch-französische Freundschaft ist das Rückgrat von Europas Freiheit und Frieden. Und natürlich vernachlässigt Scholz das sträflich und führt sich rüde auf gegenüber den französischen Nachbarn, die das nicht verdient haben. Also wir liefern denen für Storm Shadow und für Scalp, so heißen die Waffen, Taurus. Und die liefern dann die Storm Shadows und Scalps nach Kiew. Innenpolitische Lage in der Ukraine ist völlig unklar. Da gibt es einen Machtkampf, der um die Existenz geht. Selenskyj gegen Armeechef Saluschny. Und Selenskyj steht meiner Ansicht nach vor dem Sturz. Aber wir können uns beruhigen, der Mann, für den ist gesorgt. Seine Villa in Florida hat 20 Millionen Dollar gekostet. Dann hat er ja noch eine schöne Villa in nahe Berlin gekauft. Das ist rein zufällig die Goebbels-Villa. Der kann nicht ohne Nazis, verstehen wir. 8 Millionen Euro. Und in Italien noch was und hier noch was und an der Côte d'Azur höre ich auch. Und. Um Selenskyj keine Sorge. Ein Dokumentarfilm von Russia Today belegt, dass der Bürgermeister, der amtierende Bürgermeister von Odessa, ein sehr wichtiger Waffenhändler ist, der mit offizieller Genehmigung von Kiew die Waffenlieferungen des Westens weiter verhökert in alle Welt. Wohnsitz Rom. Drittens, wir sind bei Deutschland. Unser wie wohl freundlich bemühter, trotzdem jämmerlicher Widerstand ist unstrategisch, unabgesprochen, heillos zerstritten und tiefenunterwandert. Ich erinnere noch, was dieser nette Anwalt gesagt hat, wie hieß er, Stork oder so ähnlich. Man kann in Deutschland keinen Friedenstaubenzüchterverein aufmachen mit 7 Mann, ohne dass einer davon Unterwanderer ist. Die politische Lage ist ganz genauso wie die Widerstandslage. Nicht? Wir sind vollkommen irrwitzig gegen unsere existenziellen Interessen unterwegs. Hier wird nichts mehr abgesprochen. Da demonstrieren die Bauern, dann legt die GDL was auf. Das ist alles im Einzelnen berechtigt. Die dürfen das auch, weil sie versprochen haben, sich nicht zu konzertieren, sich nicht zusammenzusetzen, sich nicht abzusprechen. Das System möchte werbewirksam gerüttelt werden, aber nicht durchgeschüttelt und vor allen Dingen nicht verändert. Und die machen einfach mit. Und dann natürlich sind wir gar nicht strategisch. Keiner von denen hat irgendeine Strategie im Kopf, außer die persönliche, wie soll man sagen, Karrierestrategie. Und die heißt, jawohl, 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 mir läuft hier nicht. Das ist so peinlich. Wir sind, was die Bevölkerung angeht, ein politischer Kindergarten. Es ist vollkommen egal, welcher Eimer angeboten wird, jeder wird gekauft. Wenn der orange, rote, grüne Eimer nicht mehr sympathisch erscheint, nehmen wir halt den schwarzen. Egal, ob da BlackRock dahinter steckt oder sowas, was BlackRock ist, wissen die meisten sowieso nicht. Von Vanguard hat noch keiner was gehört. Also das, mit solchem Volk kann man nichts anfangen. Ich war vor 2 Wochen in Moskau. Dort war man so wirklich angefasst, weil die Deutschen sich gegen gar nichts wehren, was die Regierung macht. Das empfinden die als unangenehm. Wir haben uns zu Dreck gemacht, um es auf Deutsch zu sagen.
Das sagt mir niemand in Moskau. Die Russen sind extrem liebevoll und höflich, gerade natürlich, wenn sie mit mir zu tun haben, weil ich nun mal der sichtbarste, lauteste und sonst was Befürworter der deutsch-russischen Freundschaft bin. Deutsch-russische Beziehungen oder Normalisierung interessieren mich einen Dreck. Das finde ich eine ganz nette Zwischenstufe. Wir müssen zur Freundschaft kommen, zu einer unumkehrbaren Freundschaft, wie mit Frankreich. Mit denen haben wir uns ja auch genügende Jahrhunderte lang gegenseitig die Birne eingehauen. Dass Krieg zwischen unseren Völkern undenkbar wird. Da müssen wir hin. Und alles andere ist zu kurz gesprungen. Denn die Friedensgegner, die Vernichtungsfreunde, die Deep State-Schurken, die schauen doch nur, wie sie uns aufeinander hetzen können. Und die sind schon so weit gekommen, bis in den Kriegszustand. Das ist wirklich irre. Ich beschreibe mal, was da passiert durch die Parteien. Ich bin nicht mehr so beliebt in der Systemopposition, weil ich inzwischen die Klappe aufmache und schieße auch auf die eigenen Leute. Ich halte das für meine Pflicht. Diese Arschkarte ziehe ich gern täglich. Kein Problem. Die AfD hat gar nichts gegen Israel, geht nicht. Und sie ist anti-islamisch. Als CIA-Einfluss, wie soll man sagen, Abteilungsleiter, würde ich sagen, guter Job, weitermachen. Wagenknecht, unglaublicher Ego-Trip. Wer Wagenknecht kennt, weiß, dass in ihrem Leben hauptsächlich ein wichtiges Interesse vorne steht. Selbst. Vom System hofiert. Das kann man ganz leicht feststellen. Das kann jeder feststellen. Man muss sie mal studiert haben. Schauen Sie mal die Spiegel. Spiegel ist das schlimmste Kartellmedium, ich muss Sprache zurücknehmen, schlimmste Kartellmedium in Deutschland. Schauen Sie mal die Fotos an von Frau Wagenknecht. Das ist best gut genug für eine Partnerschaftsanzeige. Sie wird also hofiert. Sie denkt und fordert nichts bis zu Ende. Sie ist russlandfeindlich. Die ist jetzt in Moskau out, nicht? Mit dieser Geschichte im Bundestag, dass die AfD da Verhandlungen fordert mit Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen. Und sie stimmt dagegen im Bundestag, macht da nicht mit. Damit ist sie durch. Also in Russland glaubt jetzt keiner mehr, dass von der irgendwas Gutes käme. Gott sei Dank. Ich bin der AfD regelrecht dankbar für diesen Vorstoß. Das ist wie so ein Wasserscheiden-Ding. Da hatte sie einmal Gelegenheit zu zeigen, was in ihr steckt, und hat sie gemacht. Ich hätte das auch so vorausgesagt, oder eher dazu geneigt, das so vorauszusagen, denn mich hat schon gestört, ihr allererster Satz bei dieser berühmten Rede in Berlin am Brandenburger Tor mit dieser furchtbaren, wie heißt sie gleich? Ja, genau. So, also auch so politisches System Irrlicht. Ja. Und da war ihr erster Satz gegenüber den brutalen Überfall Putins auf die Ukraine. So. Nun hatten wir ja, Frau Wagenknecht, seitdem die Erfahrung eines wirklich brutalen Überfalls, nämlich Israels auf den Gazastreifen. Und was Russland mit der Ukraine macht, ist wirklich, da war ich auch anfangs vorsichtig, aber inzwischen hat sie das einfach gezeigt, eine Spezialoperation. Das ist kein Krieg. Wie Krieg aussieht, werden wir Deutschen kennenlernen, wenn wir unseren Schurken weiter so hinterherlaufen wie bisher. Das sieht dann anders aus. Wir wissen, wo heute der Sachstand ist bei Zivilverlusten im Laufe von Krieg. Das geht normalerweise auf 80%. Die Prozentsätze in der Spezialoperation in der Ukraine sind bei weitem geringer. Leider Gottes untersucht das hier keiner. Ich habe also jetzt keine Zahlen. Aber es ist eindeutig und an einzelnen Geschichten wird das deutlich. Die Süddeutsche Zeitung brachte nach einer Nacht russischer Luftangriffe auf die Ukraine mal eine Totenzahl. Und da haben sie die Schlagzeile war fett gedruckt. Russland greift Ukraine erneut massiv an. 4 Tote. Also das sind Dinge, es ist so bedauerlich, dass diese 4 Menschen gestorben sind. Aber das zeigt,
dass da ein handfester, auch russisches Leben nicht schützender Impetus dahinter steckt, auf keinen Fall zivile Opfer hervorzurufen und so schonend wie möglich vorzugehen. Und das verdient und trägt den Titel mit Recht spezielle Militäraktion. So, zurück zu Wagenknecht. Also, opportunistisch ist sie. Sie hat Klimaschwurbler an Bord in den Führungsgremien ihrer neuen Partei. Sie hat Migrationsbefürworter. Einer davon ist sogar noch schärfer als die Grünen. Bei Corona und WHO-Machtergreifung schwurbelt sie herum. Da ist gar kein geistiger politischer Nährwert dran. So, das soll jetzt eine Alternative sein. Ich sage einmal, ich nehme das nächste Wahlergebnis dieser Partei als ein Gradmesser für die politische Reife dieses Landes. Wenn die über 5% kommt, die Dame, mache ich für Deutschland so. Weil wir es nicht schnallen und weil wir den Spiegellügnern und ihren tollen Fotos und ihren beschissenen Machtapparat und Propagandaapparat einfach blind folgen. Das ist das. Kommt die Werteunion, die ist milde migrationskritisch, hat eine ganz unklare Symptomkritik, was einige Dinge angeht. Antirussisch ist sie schon mal, lieb CIA, mag's ruhig sein. Das ist die Werteunion. Und der Maaßen war von 2012 bis 2018 Chef des Verfassungsschutzes. Was hat er in der Zeit gemacht? Zusammen mit Merkel, die das Grundgesetz, eine richtige Verfassung haben wir ja gar nicht, das Grundgesetz weiter zu unterminieren, demokratische Rechte und Verhältnisse weiterhin abzuschaffen, ganz wie die Madame Merkel befohlen hat. Das ist Maaßen. Und wer da ein Kreuz dran macht, dem bescheinige ich maßlose Dummheit. Wir sind doch noch in der Lage nachzuvollziehen, was Maaßen hätte tun müssen, wenn er ein anständiger Staatsdiener gewesen wäre. Ich gebe zu, wenn er das gewesen wäre, hätte er den Job nicht gekriegt, klar. Dennoch gibt es ja, wenn man den Job hat, die eine oder andere Möglichkeit. Und ich befürchte, so richtig genutzt hat er das nicht. Außer dass der Spiegel jetzt analysiert, er habe die AfD beschützt. Naja, die AfD ist ja auch eine Systemgründung. Wer hat die erste Million gegeben? Wissen wir das hier? Einnahme? Wer hat die erste Million der AfD gegeben? Baron von Finck. August von Finck, Schweiz. Womit hat der Kerl sein Geld verdient? Finanzmafia, Energiemafia. Irgendwelche Fragen, was aus der AfD dann werden soll? Ja? Nee, ne? Basispartei, Symptomkritik. Kaum noch sichtbar, übles Wahlergebnis. Neue Führung bringt's nicht. Wenn eine Partei anfängt mit dem Corona-Kampf und kommt nicht mal bis zur Viruslüge, was kann man von so einer Truppe verlangen? Das lässt sich leicht sagen. Nix. Gar nichts. Ja, achso, jetzt ist alles weiß. Das war's. Wir können anfangen zu diskutieren. Wo sind wir denn zeitlich? Stimmt, wir haben fast die volle Stunde erreicht. Toll. Vielen Dank.